Es ist wieder Zeit, sich schick zu machen. Es ist wieder Zeit, sich in Schale zu werfen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute im Let's Play Bundesliga-Manager Trick. Ja, der dritte Teil. Bundesliga-Manager Hattrick. Wir gehen rein. Und zwar sind wir am 19. Spieltag. Und ihr seht, es ging nach unten in die Abstiegszone. Und jetzt geht es wieder hoch, hoffentlich. Weil jetzt wieder die schwachen Mannschaften kommen. Gegen Stuttgart haben wir also eine Chance. Die waren ja lange Zeit wirklich ganz unten. Und genau. Warum sieht es so gut aus? Na, wir haben uns einen neuen Spieler gekauft. Wir gucken nicht bei Transfer, sondern wir gucken an der Aufstellung. Ich habe ihn noch gar nicht aufgestellt. Can ist Mittelfeldspieler, muss aber gerade in der Abwehr spielen, weil Severin verletzt ist. Unser einer Abwehrspieler. Das heißt, ich brauche noch einen Abwehrspieler. Und seht, was ich für Abwehrspieler hier habe auf dem Markt. Jo, Weidner. Zum Beispiel. Genau. So eine Abwehrspieler habe ich auf dem Markt. So, dann ist die Frage, was machen wir mit Can? Can spielt hier drüben eigentlich irgendwo, ne? Sehr, sehr, sehr zurückgezogen. Und wir stellen ihn mal so auf. Okay. Und Choi ist natürlich jetzt nicht die beste Wahl dafür. Aber was sollen wir machen? Severin ist verletzt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da reingucke. Und was hat er denn? Nasenbeinbruch. Oh, und da ist er noch voll. Krass. So, Training müssen wir zurücksetzen. Wir hatten Training ja ein bisschen runtergeschraubt. So, der kann wieder Pass machen. Der macht Schnelligkeit. Der muss mal wieder Zweikampf machen. Can muss auch definitiv Zweikampf lernen. Und der macht auch Zweikampf hier. Als hätte ich nicht Zweikampf die ganze Zeit trainiert. Der ist immer noch gut drauf. Löwelsend macht Zweikampf. Der macht hier Pass. Hat er wahrscheinlich vorher schon gehabt. Ich hab's verpeilt. Der muss gar nichts machen. Der muss Schnelligkeit oder Freistoß. Ich bin für Schnelligkeit. Der macht Freistoß. Zweikampf ist mir lieber. Und Domaschke ist eine Katastrophe in allem, was er tut. Und Severin. Lieber Severin, bitte komm bald wieder. Wir brauchen dich. Sieht mit den Stärken aus. Platz 11. Wir haben uns eine Stärke hochgeschummelt. Aber vom Altersdurchschnitt sieht es am besten aus. Also wir haben die jüngste Mannschaft in der Liga. Das ist gut. War es jetzt nur eingesetzte? Genau, nur eingesetzte Spieler. Das sieht doch gut aus. Okay, dann starten wir jetzt. Oder ich gucke noch kurz. Wir haben ja super Angebote erhalten. Wirklich gute Angebote. Ich habe jetzt auch gerade keine. Was ist denn? Stürmer. Nee, Stürmer brauchen wir jetzt nicht. 30. Januar, da müssen wir jetzt noch durch. Und dann gucken wir, wie viel Geld wir kriegen. Aber da kommen noch 18.700 Zuschauer bei denen. Nicht schlecht. Ich glaube, ich gehe auch mit meinem Eintrittspreis jetzt mal runter auf 15 oder so. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dann so viel mehr kommen. Wir führen.
Habe ich nicht mitgekriegt. Leute, ich gucke die ganze Zeit auf den Bildschirm, aufs Spiel, aber ich habe es nicht mitgekriegt. Aber schön, schön zu sehen, dass wir 2 Siege in Folge haben und 17 zu 16 Tore. Jo. Genau, der Vertrag läuft aus. Soll er machen. Okay, nehmen wir setzen mal auf 17 Mark runter. Euro, Entschuldigung. Euro, ich bin einfach zu sehr hier drin schon. Gut. Dann gegen Mainz 05. Ach, nee, Leute. Ja, Choi, super. Sehr gut. Leute, wir müssen das Spiel gewinnen. Wir müssen gewinnen. Wir müssen die Punkte holen. Die einfachen Punkte müssen holen. Nicht, dass Mainz ein einfacher Gegner wäre. Aber Leute, wir müssen trotzdem die einfachen Punkte holen. Brünn, Larsen. Nein, du hast früher Tore geschossen. Oh nee, geht da schon wieder los. 6 Punkte. Oh Gott, Union, guckt euch das an. Durchgehend auf Platz 1 mit der Stärke. Oh, Schmerz. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Henke kommt da auch nicht mehr aus dem Knick. 500.000 am 10. Februar. Habe ich schon mal gesagt, dass ich einen Abwehrspieler brauche? Ist dann auch schon voll. Und der Rest ist Grütze. Ich klicke mal falsch. Ich will zurückzahlen. Okay, 500.000. Habe ich nicht gerade an die Bank zurückgezahlt, die 500.000? Habe ich 500.000 wiedergekriegt? Dann geht es einfach mal weiter. Wir wollen ja noch ein bisschen weiterkommen hier heute in der Liga. Ja. Wir führen 1-0 gegen Union. Wir führten 1-0 gegen Union. Nicht schlecht. Ja, Elfmeter reingemacht. Sehr gut, Goldson. Sehr gut. Das Spiel ist noch nicht, bei weitem noch nicht um. 2-2. Aber Nicolette hält. Wir haben das 3 zu 2 geschossen. Also unentschieden wäre ich echt super happy. Sieg wäre unglaublich. Wir haben gegen Union gewonnen. Wir haben den ersten FC Union, die Eisernen, geschlagen. Das hat seit 6 Spielen keiner geschafft. Ja, cool. Ja, wie abgefahren ist das denn? Wow, damit hat wohl keiner gerechnet. Jetzt möchte ich hier super Werbeangebote haben. Nee, krieg ich nicht. Die habe ich ja erst. Okay, Bochum. Bochum kann man schlagen. Ey, das war ein Motivationsschub. Definitiv. Das war ein Motivationsschub. Wann ist Severin wieder da mit seinem blöden Nasenbeinbruch? Meine Güte, wie lange dauert denn das? Das ist ein Kackknorpel. Na gut, ist kein kleiner Knochen. Ja. Trotzdem, der kann auch mit Maske spielen. Ja, Chan. Sehr gut. 1-0, wieder ein Sieg. Sehr gut.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Severin spielt auch wieder. Super. Oh. Und wir haben Geld auf dem Konto. Sehr gut. Transfer. Hilft immer noch nichts. Nur. Nur Schiete da. Ich habe jetzt auch gar nicht gesehen, wie viele Leute gekommen sind. Tavernier möchte freiwillig verlängern, aber gern. Mach mal. Ah, Flutlichtmasten, frisch. Die Lebensdauer sinkt. Na, das sind Sachen, die möchte ich gar nicht hören. Okay. Nö, Transfers gibt's nichts. Und hier haben wir auch noch keine neuen Angebote. Immer wieder nachgucken. So, gegen Hoffenheim. Jo, die sind stark, ne? 23. Spieltag. Aufstellung steht. Warum steht hier? Junge, der spielt so weit hinten, dass du das als Abwehr ansiehst. Bin gerade etwas verwirrt. Wir müssen ihn mal kurz tauschen. So, Severin steht richtig. Gott, nee, Leute, was macht ihr denn hier? Wenn man hier nicht aufpasst, ist hier eine Katastrophe. Chan muss dahin. Chan muss dahin. So. Keine Ahnung, was ihr da macht. Aber es sieht nicht gut aus. Dann müssen wir halt ein bisschen selbst eingreifen. Eins-null sieht gut aus. Besonders bei der Chancenauswertung. Gegner meine ich natürlich. Okay. Wir haben gewonnen. Wir sind auf Platz 9. Mal sehen, wann wir international werden, sagte er. Wobei er weiß, dass wir noch unglaublich viele starke Gegner vor uns haben und das jetzt erstmal die einfachen Gegner waren. Aber letzte Mal am Anfang der Saison habe ich ja genauso mich gefreut und wurde dann entsprechend zurechtgewiesen. Haben wir jetzt ein Spiel? Ja, wir haben ein Spiel. Das heißt, ich muss aufstellen. So gut ich kann. Und nebenbei müssen wir mal wieder nach Transfermarkt gucken. Oh, nee, so grottig.
So, aber gegen die ziemlich schlechteste Mannschaft überhaupt. Mal gucken, was wir gegen Paderborn reißen. Wir müssen eigentlich gewinnen. Da fällt mir auch nichts anderes zu ein. Und wir müssen vor allen Dingen Tore schießen. Mehr Tore. Leute, Leute, Leute. Unentschieden gegen Paderborn. Gegen den ersten gewonnen, gegen den letzten unentschieden. Nicht hilfreich. So. Ein Jahr. 2200. So, ein Werbevertrag mit Option ist ausgelaufen. Den würde ich sogar verlängern. Die wollen aber nicht. Nee, die haben mir einen 40.000er gegeben und. Dritter März, wir sind rum. Wir gucken wieder. Hinkorpi. Hinkorpi. Was machen wir mit Hinkorpi? Der ist ziemlich offensiv und wäre ein Ersatz für Severin. Das ist nett. Olmo. Madison. Okay, ich brauche einen Abwehrspieler, hatte ich gesagt. Und einen Ersatz für Severin wäre auch nicht schlecht. Als Abwehrspieler. So, wir haben definitiv nicht genügend Geld auf dem Konto, um ihm irgendein Angebot zu machen. Wir müssen. Ja, gehen wir auf 7,1 hoch. Danke, danke, danke. Okay. Angekommen, dann. Wir bieten erstmal das Minimum. So, Hinkapi haben wir angeboten. Dann geht's weiter. Wir hätten Olmo und wir hätten Madison als Mittelfeldspieler. Olmo ist natürlich bessere Wahl, total zentral, zentral. Okay. Ein Jahr und 50.000. Gut. Okay. Na, dann gucken wir mal. Ja, Sabrin, schon wieder Nasenbeinbruch? Was ist denn das mit dem? Was macht der denn mit seiner Nase? Steckt er die in irgendwelche Angelegenheiten rein, die ihn nicht angehen? Aber oh, das wird hier auch immer schlechter. Gegen die können wir aber gewinnen. Gegen Heidenheim können wir gewinnen, Leute. Ich hoffe, die wollen nicht gleichzeitig irgendwie Verträge machen. So, 2,2 Millionen haben wir gemacht. Aufstellung. Aufstellung ist schon wieder kaputt. Weil wir immer noch keinen Abwehrspieler haben. Ihr seid top aufgestellt. Dann später, was für eine Verschwendung.
Stell ein bisschen nach vorne. Ist er grüner? Dann gucken wir mal, was passiert gegen Heidenheim. Ey, kann das sein, dass der schon wieder verletzt ist? Schon wieder sein Nasenbein gebrochen hat? Habt ihr euch zweimal hintereinander das Nasenbein gebrochen? Ich habe mir noch nicht einmal das Nasenbein gebrochen. So, Leute. Muss aber mal besser werden als gegen Paderborn hier. Wir müssen mal ein Tor schießen. Bisher ist Heidenheim hier am Zug. Manika ist auch Heidenheim, nicht wir. Oh, auch unentschieden. Gegen die zwei schlechtesten Mannschaften, die jeweils unentschieden kurz hintereinander gespielt. Das kann nicht sein. Das kann nicht die Lösung sein. Boah. So, wir müssen auf jeden Fall diese Saison noch über Stärke 83 kommen. Das ist, glaube ich, ein Wert, den wir auf jeden Fall erreichen sollten. Damit wir nächste Saison auch wirklich weiter oben mitspielen können. Es wird immer teurer. Noch sind wir wirklich günstig mit unserem Kader. Aber jetzt können wir auch mehr einnehmen. Und wenn wir besser spielen, nehmen wir ja noch mehr ein. Und dann muss ich langsam anfangen, mein Stadion Plätze technisch aufzubauen. Und Anzeigetafel brauche ich auch noch. Das wäre fast das dritte Unentschieden geworden. Hätte mich gefreut. So, was macht unser Training? Da stellen wir mal wieder so ein. Und jetzt gucken wir mal auf der Bank wieder. Was machen die Aktien? 36. Die sind auch alle bei 30 unten. Unfassbar. Irgendwann sind alle auf 30. Ich habe gehört, die gehen alle immer ganz, ganz, ganz krass nach oben. So, was haben wir mit dir? 29 Jahre. 2-Jahres-Vertrag. Ah, ich glaube, ich hätte ihn auch unterhandeln können noch. Ach Mann. So, Severin müssen wir auch auf jeden Fall verlängern. Beziehungsweise verkaufen. Ach, wann kommt der nächste Spieler? Wann kommt der nächste? Oh nein, Jensen ist auch verletzt. Für einen Artikel bringt nicht mehr ganz so viel Geld. Wir machen weiter mit 350.000 gegen Dortmund heim. Ich weiß, ich habe eine Menge Geld, aber auch nicht mehr viel, um da irgendwas machen zu können. So, Aufstellung ist gemacht. Severin ist wieder da. Super. Ciao. Dahin und ein zurück. Es ist Verteidigung, was der da macht. Der spielt so weit hinten, dass das schon zur Verteidigung zählt. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Verändert auch nicht eure Position mehr, ne? Okay. Oh. Ich warte echt auf Ersatzspieler oder auf neue Spieler. Ich habe mir einen gekauft. Aber was ist mit dem Rest? Was ist bloß mit dem Rest? Und wir kriegen schon gleich einen wieder reingesemmelt. Dortmund ist auch einfach zu stark. Und schon gar zu stark für eine Mannschaft wie uns. Werner, ist das etwa Timo Werner, der da spielt? Mhm. Bei Dortmund, okay. Ich habe ja keine Ahnung, sorry Leute. Ne? Ist der von RB Leipzig dahin gewechselt? Ich weiß es nicht. Bestimmt, bestimmt. So, ja, nächste Niederlage. Oh, jetzt geht es wieder runter.
Wann entscheidet sich jemand? Apropos RB Leipzig. Jo. Das ist unser nächster Gegner. Wir haben ein neues Angebot. 12 Monate. Wir nehmen das an. Und wir sind die einzigen, die geboten haben. Und bei Olmo sind wir auch die einzigen, die bisher geboten haben. Was noch? Was wollt ihr noch? Haben die anderen Mannschaften kein Geld dafür? Muss ich immer bis zum Ende der Saison warten? Na gut, in die zweite Saisonhälfte gehen. Ich weiß es nicht. Ja, RB Leipzig schießt das 1 zu 0. Darauf haben wir gewartet. Und das 2 zu 0. Ich sag mal so, wir kriegen auch keine große Klatsche. Das ist auch ganz angenehm. Aber wir haben auch eine richtig miese Chancenauswertung. 24 zu 24 Tore. Wow. Okay, aber wir haben guten Abstand nach unten. 11 Punkte nach Heidenheim. Oh. Ja, machen wir. Olmo wird sich nächste Woche entscheiden. Jetzt ist die Frage. Werbepartner haben das angeboten. Wo muss ich gucken? In der Statistik. Transfers. Finanzen. Nee, Kurven. Kurven. Werbeeinnahmen. Ist, glaube ich, gesunken. Ja, ist relativ gesunken. Jetzt ist die Frage, wo habe ich mehr gekriegt? 52.000, 45.000. Die laufen auch alle noch recht gut. Okay, aber da sind schon 24, 19, 43.000. Ja, die kündbaren, aber der ist halt noch 13 Monate. Den kann ich halt drin lassen. 7 Monate. Jo, da suche ich jetzt erstmal keine Werbeverträge mehr, du. Oh, nee. Der ist krass gesunken. Oh, okay, das hat sich diesmal nicht gelohnt. Zweimal hat sich's gelohnt. Zweimal nicht. Einmal nicht. Gut. Macht ihr das? Schreibt rein in die Kommentare. Würdet ihr das machen? Bisher ist es bei mir zweimal gut gegangen. Jetzt ist es daneben gegangen. Passiert halt. Das passiert halt. So, wir gucken einfach mal, ob wir hier mal wieder was ändern können. Pass, Brünn Larsen muss Schuss wieder üben. Kanga. Schnelligkeit, ja. Zweikampf ist weiterhin aktuell. Der kriegt auch nichts dazu. Ne? Vielleicht weil er auch nicht spielt. Ich weiß nicht. Oder er ist halt ein Natur-Nicht-Talent. Und du hast im Zweikampf gehst du auf Schuss. Okay. Dann 29. Spieltag. Ich glaube, wir machen hier einen Cut. Die letzten 6 Spieltage, 6, 7 Spieltage kommen dann im vierten Let's Play dieser Saison, der ersten Bundesliga-Saison, der vierten Saison insgesamt. Bis dahin, macht's gut, schaut wieder rein, wenn es das nächste Mal heißt Let's Play Bundesliga Manager Hattrick. Und ja, wir schaffen es, die Bundesliga zu halten. Bestimmt. Also bis dann. Ciao.